Willkommen, liebe Freunde, zu Let's Play Pokémon Gold. sieht aber sehr, 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 sehr nach Gold aus. Ne? Ja, nach fast 45 Folgen Gold sagt man übrigens immer noch. Nein, Pokémon Rubin, 5. Folge ist das jetzt schon. Danke fürs Zuschauen, sage ich jetzt schon mal in diesem Sinne. Und so, musst du kurz noch was machen. So, da bin ich wieder. ja, ich musste kurz was mit dem Ton regeln. Deswegen wird das wahrscheinlich jetzt etwas so sein, dass jetzt mein Mikrofonton lauter ist, worüber sich ja einige beschwert haben. Aber naja, es ist natürlich wieder mal alles so, wie es sein sollte. So, wir sind natürlich wieder mal, sage ich jetzt schon mal, hier natürlich da. Unsere Pokémon natürlich hier im Überblick, selbstverständlich mit Samurzel und Zickzacks im Schlepptau, selbstverständlich. Haben in der letzten Folge etwas trainiert und machen auch schnurstracks weiter, aber erstmal holen wir uns was. Ja, und dann gibt es hier in Metaross City ein Item, was wir uns holen können. Und zwar nämlich X-Abwehr. Auch eine tolle Sache. Ja, aber verkaufe ich ja immer wieder. Das wisst ihr ja schon seit 2 Generationsstaffeln. So muss man das ungefähr sagen. Deswegen geht es einfach jetzt mal stumpf weiter. Wir gehen nochmal zurück. Und zwar nämlich zum Leveln. Und wie schon gesagt, ich werde hier stumpf leveln. Ja, guck mal, hat sich nichts getan. Gießen wir die mal einfach. Ne? Die Arimana-Beere. Die Versiff-Beere, nicht die Versiff, ja, die Versiff-Beere. Nicht Pfirsich-Beere, sondern Versiff-Beere. Die versiffte Beere, die Sinelbeere. Oder der Sinelbeerenbaum. Baum. Ja, kann man auch so sagen. Und die Yunago-Beere. Ja, haben ja jetzt seit der 3. Generation so ordentlich komische Namen gekriegt. Ist ja natürlich auch nicht schlimm. Aber was soll's, wir sind ja hier dabei, weiterhin unsere Pokémon auf Level 20 zu bringen. Und nachdem wir natürlich jetzt in den letzten 4 Folgen, ja, sagen wir mal, in der letzten Folge auch viel getan haben, wie unter anderem natürlich... Hui, ich habe super dran gefunden. Dann müsste ich da auch was finden. Ich müsste mal hier die ganzen Löcher durchforsten, weil hier sind so Plätze frei, wo man, ist nichts. Warte mal, überhaupt nicht. Ja, so. Ah, guck mal, hier, es geht auch. So, jetzt habe ich alles hier gefunden. Ist auch gut. So. Sind ja fast dabei, Level 18 zu bringen, ist auch schön. Weil wir sind ja jetzt dabei, erstmal schon oder noch gar nicht den Orden zu machen. Aber wir gehen auch mal woanders hin. Bin ich mal dafür. Denn schließlich werden wir natürlich auch heute mal ein bisschen weiter vorankommen. Wie ich es mitgekriegt habe, hat sich bei mir jemand, ich erwähne das jetzt einfach mal, sich persönlich beschwert, dass ich nur am Leveln bin, was uns keinen Schwein interessiert. Es interessiert jeden, wie ich am Trainieren bin, weil schließlich erzähle ich gerne immer wieder die Geschichte von meinem ersten Let's Play. Das war nämlich ein Live-Let's Play, damals bei meinem letzten Projekt, bei meinem allerersten Projekt. Ne, allererstes Projekt war der DerchoTV, jetzt ist es ja quasi mein dritter, egal. Und da habe ich ein Live-Let's Play immer wieder gemacht, live gespielt, auf einem Stream, ist schon lange her. Und da habe ich dann die Pokémon-Liga nicht geschafft. Und warum? Weil meine Pokémon zu schwach waren. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. So, wir gehen mal in Häuser rein. Mein eigenen Pokémon habe ich perfekte Kursennamen gegeben, also Originalität, Originalität. Wie heißt du? Pikachu! Pekka! Pikachu! Ja, der kann das eh nicht aussprechen, aber Pikachu einfach Pikachu zu nennen. Das haut einem gerade nicht vom Hocker. Ja, Pika wäre auch geradewegs nicht kreativ. Aber soll's. Wir gehen mal weiter. Wir schauen uns mal ein bisschen Metaross City um. Hier gibt es natürlich auch viele Häuser, die wir uns natürlich angucken können. Hier beispielsweise ein Hochhaus. Oh, eine alte Dame. Angestellten der Devon Corporation leben in diesem Haus. Ja. Ja, so kann man das sehen. Ich hoffe, wir kommen da oben hoch, wo ich gleich hin will mit euch. Aber wenn wir natürlich sehen, da ist ein kleines Kind mit dem Opi. Mein Papa arbeitet für die Corporation. Mein Papa hat dies gemacht. Ich kann damit nichts anfangen. Daher schenke ich es dir. Ja, die Devon Corporation, die machen ja auch neue Bälle. Es gibt auch in dieser Generation neben den Namensänderungen der Beeren auch neue Bälle. Also jetzt nicht nur Pokéball, Hyperball, Superball, Meisterball oder so, sondern viel mehr. Ja, Premierball haben wir jetzt gesehen. Leider gibt es die Bilder hier nicht zu, ne? Deswegen, es gibt ja erst ab Rubin, ab Feuerrot und Blattgrün, das werden wir im Übrigen auch spielen, ist mir egal, ob ihr es wollt oder nicht, denn ist ja auch ein bisschen neu,
Und da muss man auch so. Der Präsident von Devon sammelt leidenschaftsgerne seltene Steine. Was hast du zu erzählen? Ich glaube, der Sohn des Präsidenten sammelt auch seltene Steine. Ist nicht wahr! Naja, mehr konnten wir jetzt auch nicht herausfinden, haben dafür aber ein Item gekriegt. Ein Item. Ich sag immer gern wieder Item, aber es heißt Item. Und ja, werden wir dann natürlich jetzt auch weitergehen. Gehen wir mal weiter. Da oben, glaube ich, ist auch ein Haus. Ja, da haben wir eins. Haus des Zerschneiders. Das heißt, wir können vor allem kriegen. Diese Entschlossenheit, deine Beweglichkeit, deine Hingabe für Pokémon. Du bist wirklich ein talentierter Trainer. Danke. Nein, warte, sag jetzt nichts. Ich brauche dich nur anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser VM sehr gut umgehen wirst. Kein Grund, so schüchtern zu sein. Hier, nimm sie. Da haben wir sie. VM 01, aber wir können wenig damit anfangen, denn wir brauchen den Orden. Ja. Einen Steinorden. Ja, den brauchen wir. denn ohne den können wir den Zerschneider nicht einsetzen. Aber natürlich, wenn wir... Na gucken, was haben wir denn hier? Pokémon Trainerschule, wir bringen alles über Pokémon bei. Pokémon Trainerschule. Wenn ich in diese Schule gehe, werde ich später seltene Pokémon fangen können. Ja, seltene nicht, aber dafür wirst du Pokémon fangen, ganz einfach. So. Pokémon können Items tragen, aber wissen nicht, was für Items sie machen sollen. Ja. Ja, hier lernt man natürlich auch wieder alles über die ganzen Pocket Monsters und das ist der Cheffe, der Direktor anscheinend. Oh. Schüler, die nicht aufpassen, bekommen eine Flinkklaue zu spüren. Wenn du dieses Item einsetzt, zeigst du, ob du ein guter Schüler bist oder nicht. Bringt die Flinkklaue nicht eigentlich dazu, Pokémon schneller zu machen? Wollte ich nur mal so erwähnen. Item hebt erst, ja komm. Geben wir mal Pfiffchen. Ne? Ja. So, ich sehe auch gerade wieder, Zickzacks war wieder fleißig unterwegs. Ui, ein Sondermampfer. Ach du Scheiße, schon wieder ein Sonderbonbon. Es ist immer wieder geil mit dem Pokémon. Sie ist ja schon 3 Sonderbonbons. Also es ist echt der Hammer. So, jetzt werden wir erstmal jemanden ein Dingens beibringen. Das kann Zickzacks, aber auch Junglut. Junglut wollen wir aber so eine Attacke halt nicht verpassen. So, was natürlich hier klar ist, was ja natürlich gezeigt wird. Ah, das und das kann ich und das und jenes. Ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt haben wir hier noch ein Häuschen. Gehen wir auch mal rein. Felicia, die Arenaleiterin, weiß wirklich eine Menge über Pokémon und sie ist sehr stark. Ja, gegen die werden wir auch antreten. Die Trainerschule ist hervorragend. Wenn du dort lernst, kannst du später sogar Arenaleiter werden. Genital! Genial natürlich, très genial. Ich will jetzt hier keine schmutzigen Wörter reinwerfen. Ja, so. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier ist noch ein Häuschen. Ist auch gerade nicht viel los. Jedes Pokémon ist eine spezielle Begabung, die sie einsetzen kann. Damit meint er natürlich die Fähigkeiten. Nein. So. Und hier oben, was will die Olle? Na komm. So, oh, jeden Tag wird schwer, fragst du noch auszufinden. Jeden Tag kommen wir natürlich. Ja. Ist nicht mein Problem, was du kochen sollst. Obwohl, ich hab Hunger. Ja? Aber ich weiß auch nicht, was ich mir zu essen machen soll. Aber es gibt ja später Maultasche. Gell? So. Gehen wir jetzt mal hier nach oben. Hier ist die Pokémon Arena. Hier ist die Devon Corporation. Ne? Gehen wir mal hier rein. Hey, diese Turbo-Treter, die haben wir auch entwickelt. Ich freue mich immer, wenn ihr unsere Produkte benutzt. Ja, guck mal. Hallo und willkommen in der Devon Corporation. Ja, guck mal. So, hier dürfen wir nicht lang. Das Problem ist auch eh, dass wir auch nicht weitermachen können. Dass wir nicht einen Arenaleiter besiegt haben. Aber wir können natürlich hier nach oben. Ne? Hier beispielsweise können wir in Route 115 und hier werden wir auch weiter trainieren. So, und da sehen wir beispielsweise ein Item. Hier können wir nicht weiter, hier ist nämlich eine Wasserroute. Also da können wir noch lange nicht hin. Aber haben einen Supertrank gefunden, auch wenn Zickzack uns auch schon öfters mal eins gefunden hat. Ist ja auch nicht schlimm. So. Können wir denn hier? Ne, hier können wir nicht. Das heißt, wir müssen andersrum.
Bin ich hier lang? Hier steht auch beispielsweise eine Fertigstellung. Das steht auf dem Schild darüber ein X. Ja. Und hier beispielsweise gibt es auch wieder hervorragende Trainer und natürlich auch Pokémon, die wir besiegen können. Ne? Eher werde ich nicht weitermachen. Nikada. Aber Jungblut ist zu stark. Aber Zickzacks ja, ne? Unverschämtheit, wirklich. Muss man so sehen. Wieder Nikada. Das bringt nichts, ja, ist ja... Oh, Frummel. Das Aufruhr. Wo haben wir... Boah, wir haben nur einen Pokéball. Verarsch mich nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, wenigstens... Na toll. Ja, dann bist du tot. So. Ich kann denken, mal Pokébälle zu kaufen. Ja. Wäre eine gute Idee, ne? Eine gute Möglichkeit. Okay, ich entdecke die Möglichkeiten. Aber naja. Ich weiß, dass es ein Trainer ist. So. Kämpfen wir gegen den. Nein, 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 nein. Ja. Ein Teenager mit einem Zickzacks Level 8. Unser Jungblut Level 18. Ja, 10 Level stärker, was will man verlangen. Da setzen wir die richtig guten Attacken ein. Verständlich. Reicht ja fast für Level 19. Macholo. Wieder ein Kanto-Pokémon. Ne? Können wir Schnabel einsetzen. Ist ja zum Teil ein Flug-Pokémon. Und damit erreicht Jungblut Level 19. Fantastisch. So, Ludger wurde besiegt, der Teenager. Jetzt braucht er einen Verband. Ist nicht mein Problem. So. So, machen wir natürlich weiter. Nikada auch wieder. Ja, wie schon gesagt. Bälle müsste ich neue kaufen. Wenn jetzt ein drittes Nikada kommt, versuche ich zu fangen. Ja, ist ein Zickzacks. Ja, Doppelkick bringt ja auch mehr was, weil ja Zickzacks ein Normal-Pokémon ist. Die Attacke auch noch nie richtig eingesetzt, merke ich gerade. Können wir ja jetzt machen. So, probieren wir es mal zu fangen. Und jetzt... Mit, jawohl. Zweimal getroffen, das reicht. Blutsauger. Ja, nicht effektiv, sieht man geradewegs. Aber etwas für Nikada kommt da. Nein, Pokémon nicht. Ah, ich sehe Zickzacks trägt was. Deswegen die ganzen Zickzacks. So, und wir benutzen Superball. Erste Superball und jetzt Daumen drücken. Sieht man auch so schön, der Superball, ne? Guck mal. Gefangen. Nikada wurde gefangen mit einem Superball. Man sieht auch schön, dass man Superball dort sieht, anstatt eine Farbe blau oder rot oder schwarz, wie auch immer. Sieht man jetzt den richtigen Ball. Jetzt habe ich vergessen, das alles mit einzulesen. Dafür haben wir ja den Pokédex. So, wo haben wir denn Nikada? Da war es doch. Da haben wir es doch. So, Nikada ist einen halben Meter groß, wiegt auch 5,5 Kilo. Nikada lebt seit vielen Jahren in absoluter Dunkelheit unter der Erde. Dieses Pokémon nimmt Nährstoffe aus Baumwurzeln auf. Es rührt sich nicht, da es auf seine Entwicklung wartet. Ist ein Vorbereiter. Also wartet auf die... Ihr wisst schon, was ich meine vor. Die sogenannte Entwicklung, ne? Ne, ne, ne. So, ein ein Pummelhof mit x gekreuzten Augen, wie ich es auch gerne nenne. Aber wie schon gesagt, gleiches Jungblut auf Level 20. Dann geht's mit einem anderen Pokémon weiter. Ich glaube, es sind dann schon alle auf 20, oder? Weil dann kann es zum Orden gehen. Aber dann nächste Folge. Oder schon diese Folge, ich weiß es nicht. Nein. Geradewegs ist erst Jungblut auf Level. Oh Mann. Ja, da laber ich mir wieder ein, ne? Aber naja, was soll's. So, dann machen wir dann auch schnell weiter. Ich habe damit auch kein Problem. Deswegen, aber wenn es welch nervt, guckt einfach die nächste Folge. Ist ja auch kein Problem. Auch wenn dann hier, wenn ich was erlebe, ist ja auch nicht schlimm. Hast du jetzt wieder Probleme gegeben mit Zickzacks? Anscheinend. Wir holen uns mal gleich die KP mal wieder. Bei dem. Nochmal wieder. So, danke. Nehmen wir schon mal hier. Ja, da wieder der nächste Trainer. Meine Käfer-Pokémon sind und sind stark. Lass uns kämpfen. Ja.
Machen wir direkt Windstoß beim Wampel. So. Weg. 91 Erfahrungspunkte. So, Schalocco wird eingesetzt. Hatten wir ja selbst. Das kann ich ja auch nochmal behaupten, ne? Behaupten. Ich behaupte, ich hatte dieses Pokémon. In den Kämpfen sieht man ja auch nicht den Pokéball, nur bei wilden Pokémon. Das ist ja auch, sagen wir mal, ein bisschen Standard. So, und Mikada kommt jetzt auch noch. Jawohl, weg ist das Ding. So schaut's richtig aus. 111 Erfahrungspunkte. Level 16. Ist der wirklich Eros? Ramazzotti. So, ein Schutz, damit uns manchmal, wenn wir irgendwie was Großartiges machen, uns die Pokémon nicht auf den Sack gehen. Ui, ein Inneko. Sanft, Papinella, sanft. Oh, Anziehung. Oh, oh. Oh, oh. Papinella hat sich verliebt. Wenn der Hyperball nichts bringt, dann flüchte ich. Gefangen! Ein Inneko gefangen! Sauber. So, ein Inneko. Ein Kätzchen. Miau. Ja, nicht mal mehr als einen halben Meter groß, also 0,6 Meter. Wiegt 11 Kilo. Und ja, Inneko ist davon fasziniert, Gegenstände zu bewegen und sie zu jagen. Dieses Pokémon jagt häufig seinen eigenen Schweif, sodass es ihm schwindelig wird. Sprich, eigentlich wie eine normale Katze. Naja, so, jetzt müsste ich mir auch langsam neue Pokébälle kaufen für wilde Pokémon. Dafür gehen wir dann mal zurück nach Metaross City. Wie schon gesagt, wenn wenigstens zwei von meinen vier Pokémon auf Level 20 sind, also dann noch Papinella, dann mache ich in der nächsten Folge, für die sich dann beruhigt, mal den Orden. Damit sie mal endlich mal ein bisschen Ruhe haben. Wir werden ja eh dann auch noch ein paar Folgen hintereinander eh immer trainieren. Das ist ja eine ganz andere Welt jetzt auch. Ja, nicht für mich, ich habe es ja schon mal durchgezockt. Das soll ich nochmal so sagen. Andere Editionen werden natürlich für mich etwas spannender werden. Nämlich mit neuen Welten. Beispielsweise habe ich Pearl nie durchgespielt. Ne? Pearl oder Diamant. So, wir kaufen uns erstmal... müssen wir, glaube ich, erstmal gucken, was wir verkaufen können. Ne? Ich habe nämlich noch nie genau richtig hingeguckt. Also wie schon gesagt, wir haben ein Nugget, können wir verkaufen. Ne? Wir haben eine Ips-Abwehr, können wir verkaufen. So, eigentlich mehr nicht. Und können nun kaufen. Wir kaufen uns diesmal 10 Pokebälle. Kostet uns nur 2000. Wie viele Tränke haben wir eigentlich? Das will ich gerne mal wissen. 12 Stück, ja, ist eigentlich unnötig, nur neu zu kaufen. Nein. Ich war schon dabei, meine Dinge zu verkaufen. Kaufen wir noch ein paar Supertränke. Nochmal 3 Stück. Das war's eigentlich, ne? Mehr brauchen wir auch nicht machen. So ein bisschen schön, ne? Also ein bisschen so ein kleiner Vorteil, muss man auch sehen. So, 2 Premierbälle haben wir schon. Wie geht das denn? Ach, ich hatte schon eine in der letzten Folge. Ach, guck mal. Malido. Eigentlich ist die Arena noch nicht. Noch nicht. Nächste Folge. Nächste Folge. Versprochen. Würde ich es nicht verstanden haben. Versprochen. Nächste Folge. Ich besiege den Arena-Leiter. Wenn aber Papinella auf 20 ist. Erst dann. Also das heißt, die restlichen Minuten jetzt bis zum Ende dieser Folge werden wir... Wer ruft mich denn da jetzt an? Ich gehe einfach nicht ran. Obwohl ich sollte. So. Ja, wurde geradewegs kurz angerufen, falls man das gehört hat, mit dem Handysignal, ne? Also echt ulkig, ne? Ja, was so alles passieren mag, ne? Naja. So, und nochmal. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich stehen geblieben bin, weil, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, aber es ist... Nein, also wie schon gesagt, ich werde jetzt, bis Papinella erst auf Level 20 ist, erst dann den Orden machen. Ja, oder ich könnte ihn auch... Nein, jetzt nicht. Nächste Folge. Ja. So, Stachelspore. Eine sehr gute Attacke. Dann machen wir mal Tackle weg. Ich werde wohl, glaube ich, gleich noch Schlafpuder und Giftpuder lernen.
Obwohl es kein Giftstachel, aber ich schätze mal auch, dass es noch Giftpuder lernen wird. Kann es denn Giftstachel? Habe ich gerade wirklich richtig hingeguckt? Hallo. Ja, es kann Giftstachel. Naja, so. Pfiffchen, Quatsch. Zickzack, oh, wieder ein Supertrank. Guck mal, ich brauche keine Supertränke mehr zu kaufen, ne? Also ist auch wieder mal eine gute Sache. Oh, haben wir Fummel noch nicht. Stimmt, Stachelspore. Ging daneben. Verdammt. Ja, Fummel macht einen Aufruhr. Jetzt geht's. Ja, paralysiert. Das kann ich angreifen. Sieht man deutlich. So, jetzt machen wir mal Giftstachel. Das kann jetzt auch nicht mehr vergiftet werden. Ja, es kann immer noch nicht angreifen. Ihr habt ja auch gesehen, ich konnte ja keine Superbälle bzw. Hyperbälle kaufen. Oh, ich setze nochmal Aufruhr ein. Pokéball. So, schauen wir mal, ob es klappt. Ja, es hat geklappt. Flurmel wurde gefangen. Eintrag im Pokédex ist ein Flüsterer. Macht aber Aufruhr, ne? Ja. 0,6 Meter groß, 16,3 Kilo schwer. Ich fange irgendwie nur kleine Pokémon. Was ist denn heute los? Normalerweise ist Fummels Stimme sehr leise. Selbst mit größter Anstrengung ist es kaum hörbar. Wenn dieses Pokémon jedoch eine Gefahr wittert, stößt es ohrenbetäubende Schreie aus. Aha. Okay. Ja, werden wir dann mal sehen. So, weiter geht's im Programm. Haben wir jetzt Fummel gefangen. Die Kader haben wir ja auch schon lange gefangen. Zickzacks E. So. So. Noch mal ein bisschen. Noch mal ein bisschen weiter. Oh, guck mal. Gibt es da noch einen Trainer hier? Ja. Nächster Trainer ist eine Trainerin. Eine Göre namens Ricarda. Mit Papinella vorne. Und fertig. So schaut's aus. 123 Erfahrungspunkte gibt es. Du bist mir haushoch überlegen. Ja, bin ich auch. 160 Poké-Dollar. So, gibt es. Und, oh, da ist sie dann. Schauen wir mal, was der überhaupt erstmal macht. Oh, ja, ist ein Trainer, wusste ich doch. Wenn es keinen Tunnel gibt, dann klettere ich eben über den Berg. Ein Wanderer. Mein erster Wanderer in dieser Edition. Ja, die sind immer dick. Dicke Wanderer. Also Wanderer sind immer dick. Nein, die sind nicht immer dick. Das ist wieder so ein, man kann wirklich sagen, Klischee. Oder? Wenn ihr dicke Wanderer kennt, schreibt es in die Kommentare. So. Ja. Haben wir Glück, dass noch Papinella Absorber kann. Ne? Und auch weg. Ja, Kleinstein. Das nächste Kanto-Pokémon. Ich guck gerade. Ich zeichne ja gerade mitten am Tag auf und ich guck geradewegs wirklich erstaunt nach draußen, weil jede Sekunde fährt ein Auto in unsere Straße rein. Also nicht hier bei uns am Parken, sondern. Hab ich was verpasst? Anscheinend, ne? Wenn man nur drin sitzt. Naja. Ist ja schlechtes Wetter draußen, habe ich mir sagen lassen. Soll ja hoffentlich an Ostern besser sein, dann bin ich ja weg. Fahre ich ja über die Osterfeiertage weg. So, damit ist der besiegt. Hier können wir nicht durch. Was haben wir hier? Brüll. Ich will diesen Wärmerliden-Tunnel graben. Hä? Okay. Egal, gucken wir, was hier so weiter ist. Da ist ein Item. X-Spezial. Können wir auch wieder verkaufen. Hier ist ein kleines Loch. Ja, für die Geheimbasis. Riesenflurtunnelprojekt wurde abgebrochen. Ja. Was ihr natürlich seht, ist folgendermaßen. Ihr seht, komplett staubig.
Es liegt einfach daran, dass, ja, wie soll ich sagen, dass das mit, anscheinend mit der Qualität des Emulators halt nicht so geradewegs toll ist. Deswegen brauche ich dann auch, das beispielsweise auch so mit dem Orden in Bad Lavastadt wird das auch so sein in der Arena. Da sieht man auch nur so Staub, beziehungsweise nichts. Ne? Guck mal, direkt vorm Ausgang. Deswegen wird das ein bisschen schwer. Aber naja, damit sind wir jetzt bis zum Ende hier durch. Können wir jetzt natürlich weiter trainieren, bis natürlich Papinella auf 20 ist. Und dann werden wir in der nächsten Folge den Orden machen. Für die, die dann endlich auch mal sagen, endlich macht der Volltrottel den Orden. Ne? Weil so füllt man eigentlich auch Sendungen, indem man nicht einfach jede Folge immer was Spannendes macht. Natürlich, wir sind jetzt hier bis zur Route gegangen, ne? Ist jetzt auch klar, ne? Aber in der nächsten Folge wird es natürlich jetzt noch spannender. Oh, keine AP mehr. Naja, schade. Nicht drauf aufgepasst. Gelabert, gelabert und gelabert und nicht aufgepasst, was man tut. Ah, ich habe ja noch Giftstachel, stimmt. So. Ja, keine AP mehr übrig, ich weiß. Ah, ich habe ja noch Äther, ne? Machen wir gleich mal schnell. So, Äther, 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 Äther. Da haben wir einen. Ja, durch Zickzacks gefunden. Apropos Zickzacks. Zickzacks trägt ja wieder was. Ich schätze mal wieder einen Trank. Das sag ich doch, super Trank. So, jetzt geht's ja wieder. Level 19. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben geradewegs nicht viel, ne? Dann gehen wir mal wieder hier hin. Na, wieder Flurmel. Ja, man muss halt natürlich auch ein bisschen auf die AP aufpassen. Nicht, dass man dann gleich ein kampfunfähiges Pokémon hat, nur mit irgendwelchen Attacken, wo man, Dingsbums machen kann, ne? Beispielsweise vergiften, schlafen oder paralysieren. Ja. Gehen wir mal zurück ins Pokémon Center. Wechseln wir auch mal die Geschwindigkeit. So, gehen wir ins Pokémon Center. Zack. Gehen wir rein. Da, 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 da. Heile, heile Kuchen. Pokémon Center hat gerufen. So, und weiter geht's. Denn die letzten... Das ist Level 19, ne? Die letzten paar tausend... Oh, guck mal, schon wieder. Ist heute auch wieder mal... Ist schon wieder ein Supertrank. Ey, ich brauche bald wirklich keine Supertränke mehr zu kaufen. Ne? Wie viel sind es noch? 748 Erfahrungspunkte. Das kriegen wir noch gebacken. In der schnellstmöglichen Geschwindigkeit. Nein, falscher Weg. Das ist wieder voll. So, das ist voll auf gegen Baum. Immer weniger, wird immer weniger. Ja, nähert sich dem Ende. So auch unsere Folge. Wie schon gesagt, wenn Papinella Level 20 ist. Jetzt. Oh, Morgengrauen. Was ist das für eine Attacke? Gucken wir erstmal nach. Ist eine normale Attacke. Füllt KP auf die Menge hängt vom Wetter ab. Nee. Muss nicht sein. Klingt gut, aber muss nicht sein. So, Papinella ist jetzt Level 20. Zickzacks trägt bestimmt wieder einen Supertrank. Habe ich denn jetzt schon? 13 Stück. Mehr Tränke. Das gibt's doch nicht. Dann machen wir ein bisschen hier mal Ordnung. Gegengift. Aufwecker. Paraheiler. Ist ja alles Mögliche dabei. Nehmen wir mal jemanden Protein. Ich glaube, im Blut hat sich's verdient. Obwohl es auch andere Pokémon sich verdient haben. Und, ja, damit könnten wir dann auch so richtig in den Arena-Kampf starten. Ne? Das aber, liebe Freunde, in der nächsten Folge. Yeah. Ne? Ich hätte nämlich meine Pokémon gegen die unter 15 natürlich Dings. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Vortrainer und Jungblut und Papinella.
werden wir es nochmal. Ein bisschen turbulente Folge heute. Das Ton umstellen, dann der Anruf vorhin. Also, falls ihr es jetzt wirklich nicht bemerkt habt, aber was ich wohl hoffe, ihr habt es bemerkt, ihr seid ja die Besten auf der Welt, dann wisst ihr natürlich auch Bescheid. Das war's von dieser heutigen Folge. Nächstes Mal gibt's natürlich dann den allerersten Orden in Höhen. Und bis dahin, bleibt mir gewogen, hinterlasst ein Abo, folgt mir, teilt alles. Bis dahin, tschüss.